Ja, und jetzt merkst du das mit Laggy? Findest du? Oh, ich finde, das läuft total flüssig. Das bedeutet, wir kommen zu unserer Base. Oh. Können wir noch einen Baum fällen? Können wir den schlagen? Ja, kannst du einen Baum fällen. Mit Schlagen? Nee, mit Schlagen nicht. Da siehst du eine neue. Oh. Du musst die Echse schon Was können wir kaputt machen mit Schlagen? Nichts. Oh. Was ist da? Was leuchtet da so? Da liegt Hobbits. Wahrscheinlich ist ein Grauzwerg gestorben. Oh oh. Oh, Herbert, siehst du schon wieder. Du kannst übrigens auch die Echse auspacken und mit denen mal kämpfen. Vielleicht macht dir das mehr Spaß. Die sind was? Nee, die sind im Inventar, weil ich die kaum nutze. Die sollen nur zum Bäume fällen, die beiden Echse da. Rechtsklick. Oder so machen kannst du auch, ja. Aber das ist eigentlich nicht fair. Nee. Oh Mann, das nee, das will nicht. Ich nicht machen. Ich dachte, du wolltest einen Baum fällen. Ach so. Will ich nicht machen. Ach so. Du hast mir jetzt aber verkauft, dass wir dagegen kämpfen. Ja, mit den Äxten zu kämpfen macht doch übel Bock. Also, hä, wie viele sind denn da gestorben? Holy shit. 17. Ist das Edelholz? Nee, das ist Kernholz. 13 Kernholz? Oh nein, wir können es nicht aufsammeln. Wir müssen was fallen lassen. Warte mal, guck mal, guck mal 180 Grad nach oben. Das irgendwie hiervon? Trollleder? Hier ist ein Troll gestorben? Ne, hier haben Trolle gegen Grauzwerge gekämpft. Aber wo kommt das Kernholz her? Frag ich mich. Das macht auf jeden Fall zwischen den Beinen ganz komische Sachen. Vibrationsfunktion. Dann, also wahrscheinlich ist dann ein Baum umgekippt. Weil Kernholz kriegt man von Nadelbäumen. Okay, und was schmeißen wir weg, damit wir das aufnehmen können? Also. Wir können die ganzen Beeren essen. Können wir die essen? Nee, du kannst immer nur eine Sache essen. Und du hast sowieso gerade da, das siehst du, dass das blinkt. Das könntest du jetzt zwar ersetzen, aber nur einmal. Also eine Beere und dann hättest du noch 7. Du kannst das wegschmeißen. Steuerung und Linksklick. Was ist Steuerung? Achso. Ich wollte nur anmerken, ich habe mal Informatik angefangen zu studieren. Das kannst du wegschmeißen. Und die Kotzebeeren da auch. Oh. Ja, und dann solltest du das alles einsammeln können. Auch Leder? Ja, und das Gold und das Holz, genau. Willst du jetzt noch einen Baum fällen oder nicht? Ja. Ja, dann musst du die Echse auspacken. Das wäre, glaube ich, so meine Kampfwaffe. Geht nicht im Menü. Achso. Ja. Hä? Okay, ja, das ist ja halt, voll Abfall. Ja, er benutzt die 2 Schläge nur beim Kampfmodus. Das sind halt Berserker, ne? Das ist ein bisschen nervig. Ja, okay, das ist ja richtig kacke. Aber okay. Auf jeden Fall sehr schnell. Normalerweise braucht man deutlich länger, um das zu fällen. Also, das geht schon sehr schnell mit dem. Nicht, dass ich dir deine Büsche kaputt mache. Wow. Ja. Diese Büsche kannst du kaputt machen, das sind keine Beeren. Okay. Das ist einfach nur so Gestrüpp. Also die Beerenbüsche, die wichtig sind, sind alle am Pfad. Da kannst du kaputt machen, was du willst. Okay. Ja. Okay, und jetzt. Oh. Genau. Und theoretisch endet der Pfad da hinten, aber ja. So. Ist da irgendwas am Ende des Pfades? Theoretisch der Eichenhain. Ach so, ja, dann gucken wir uns den da noch an. Hui! Du läufst schneller, wenn du die Waffe wegsteckst auf R. Aber das sieht viel cool aus. Ja, das stimmt. Aber wenn du R machst, dann packst du sie auf den Rücken. Das sieht auch cool aus. Gehen wir gerade zurück, oder? Ja, genau. Und da jetzt runter. Hui! So. Oh, scheiße. Ist das ein wildes Ding? Nee. Das ist alles. Das sind meine Sollen wir die angreifen? Sollen wir die töten? Nee, kannst du nicht. Also, du kannst ein Metzgermesser nehmen und damit kannst du die angreifen. Aber du kannst. Leo. Warum? Ja, weil die friedlich sind, also freundliche Charaktere. Du kannst freundliche Charaktere nur mit diesem Messer angreifen. The fuck, okay. Ja, damit du halt irgendwie auch deine Schweine umbringen kannst, um Schweinefleisch zu kriegen. Naja, gut. Genau, das da ist der Grauzwergespawner. Das ist der Zuchtturm. Und da links ist der Eichenhain. Wenn du einfach mal da so lang gehst. Zum Zuchtturm. Ist
Du mit deinen übelst grausamen Mechanismen. Also nur so grausame Scheiße, Alter. Ja, na und, wenn sie virtuell sind? Ja. Wenn das echte Tiere wären, würde ich das niemals tun. Ja, ja, das sagt genau. Er jetzt. Und wenn du jetzt nach links guckst, genau, geh mal da ein bisschen ein Stück noch geradeaus und da siehst du hier unten so ein bisschen Pflaster und da kannst du mal reingehen. Reingehen? Ja. Fall ich da rein? Da reingehen. Ach so, ich dachte, das war so eine Grube oder so. Hä, du bist für die Viechers. The fuck machen die? Schiebt er mich gleich wieder? Wirklich. Komm. Komm, gib mir Grund, dich zu töten. Für ein Wabbelding unten am Hals. Hey, okay. Das ist, Willst du auf so ein Vieh mal reiten? Oh, okay. E drücken? Nee, ich muss einen Sattel holen, aber hab ich. Erstmal gucken wir uns dann das hier an. Das ist, hab ich hier das Lokis Schrein. Dann, wenn ich davor stehe, drücke ich immer den. Dann furzt der einmal? Nee, dann kniet er so nieder. Mit voller Ehrfurcht. Krass. Lokis Tempel. Aber eigentlich Thor, weil wenn du da was opferst, dann kommt ein Blitz. Und dann sagt Thor, bedankt sich. Also eigentlich ist es Thors Schrein und nicht Lokis Schrein. Aber konnte Loki nicht auch irgendwas mit Blitzen machen? Was konnte denn Loki überhaupt? Loki war der Scherz. Genau, der Gott des Scherzes und des Blitzes. Hinterhalts, des Lügens und der List. Schabernack. Ja, sozusagen, ja. Willst du das mir noch reiten, oder? Okay, ja. Wir gucken uns erstmal das hier in der Nähe an. Aber nicht hauen. Wieso? Weil du sonst Schaden hinzufügst an allen Dingern. Und okay, du hast gerade die Äxte gezückt. Kann ich die Waffen weglegen? Ja. Rrr. Kann ich gegenboxen? Ist das auch ein Schaden? Ja, das sorgt auch Schaden. Okay. Bitte nicht gegenboxen. aber... Oh, guck mal, Raul, da aus dem Fenster. Was bringt dir das denn? Keine Ahnung, ich will einfach Zerstörung. Warum denn? Keine Ahnung, es macht Spaß. Ich will einfach zerstören. Umso mehr Zeit und Nerven du reingesteckt hast, umso mehr macht es Spaß, es zu zerstören. Ja, ja, ich merk's. Ja, ja. Genau. Ja, dann geh einfach mal zur Base rein. Ich hab also, keine Orientierung. Also, na? Au! Okay. Raum da lang, geradeaus. Und da unter ist ein Portal. Da stimmt, da war ja was. Ich dachte schon, du hättest deine ganzen Wölfe geopfert. Habe ich auch. Einer lebt nur noch. Ach, warum? Weil die Frailbread nicht mehr klar ging. Ich wollte die eigentlich auch am Leben lassen, aber es war einfach so viel. Es hat so hardcore gelaggt. Dann habe ich jetzt auch den Hühnerturm entfernt und dem läuft es jetzt auch ein bisschen flüssiger. Okay, ich verstehe. Nee, ich weiß, deshalb spreche ich darüber, weil du sollst es halt eben nicht rausschneiden. Achso, okay, dann schneide ich es nicht raus. Okay, gut. Ich freue mich immer darüber, wenn ich meinen Hügel hinkriege. Okay, ja, dann kannst du mal zum Blutloch. Ah, nee, stimmt, wenn du da jetzt durchgehst, dann sammelst du den ganzen Stuff auf. Geh mal da die Treppe einfach runter. Da, wo der Aspen im Weg steht. Schmatzi mal wieder! Was? Hast du ein Problem? So ein virtuelles Wesen am Pöbeln. Na, kommst nicht her, komm nicht her. Bist du wohl zu fett für, ne? Ja, guck mal, ich kann so viel mehr als du. Ja, das ärgert dich, ne? Aber ist mir scheißegal. Ist mir voll scheißegal. Na komm, kriegst gleich einen Bitch-Slap. Sag mal. Oh, ich hab gesagt, du läufst nicht out! Sorry. Ich hab irgendwas kaputt gemacht, oder? Hab ich was kaputt gemacht? Nee. Geh mal nach links. Da ist eine kleine Kiste, die heißt Werkzeug. Wow! Und die öffne mal. Mit E? Ja. Und dann nimm mal. Achso, ja, stimmt, du hast ja Stuff dabei. Klick das mal an und schmeiß es einfach irgendwo hin. Klick das mal an und schmeiß es einfach hier hin. Und dann nimm mal das auf. Genau, den musst du oben in die Leiste packen, zum Beispiel auf den Hammer, wo der Hammer ist oder so. Genau. Und sehr gut, dann kannst du jetzt wieder nach unten gehen. Wie geht das weg? Auf Tab. Okay, gut. Ja, das weiß ich doch. Ich wollte nur sicherstellen, ob du das auch weißt. So. Ist doch klar. Ja, weiß ich auch. Ja, ja.
Okay, dann nach oben. Und kannst du es aber hier runterspringen. Und dann, ja, nach hinten. Also da, keine Ahnung, such dir irgendeinen Aspen aus. Dann gehst du zu dem hin und drückst 5, weil er dein Sattel ist. Boah, ist das am Längen, wenn man nach da guckt. Scheiße. Kann man auch auf den Wolf reiten? Nee. Du kannst Wölfe aber mit E drücken und dann laufen die hinter dir her. Aber, ja, das ist ja boring. So, naja, das kannst du dafür mit denen nicht machen. Genau, 5. Und dann, wenn du jetzt nach oben zählst, dann steht da Aspen reiten. Da, Aspen Sattel. Ja. Okay, das ist ja richtig widerlich. Kann ja, die Steuerung ist auch ein bisschen friemelig. Er hat sozusagen Laufen und Stopp. Und Lauf und Stopp. Das ist so funktioniert er. Entweder an oder aus. Und wenn du nicht mehr willst, dass er läuft, dann... Hey. Achso, du solltest nicht E drücken oder irgendwas anderes. Genau, sondern... Springen wollte ich. Nee, das geht nicht. Du kannst mit dem nicht springen, du kannst mit dem nicht angreifen. Du kommst mit dem nicht raus. Und wäre auch nett, wenn du den nicht raus beförderst, okay, weil ich bin froh, dass sie alle gefangen sind. Gut. Können wir kämpfen? Nee, leider auch nicht. Was macht der? Der hat komplett den Lebensplan. Ich glaube, da sind Feinde und die wollen dahin. Läuft der einfach... Du kannst... Drück mal nach hinten. Dann bleibt er stehen. Und jetzt guck einfach mal nach da und drück Rechtsklick. Gedrückt halten. Genau. Und dann kannst du nämlich viel einfacher steuern, wo er hin soll. Mit Rechtsklick gedrückt halten ist das richtig easy. Siehst du? Ah, okay, Gott. Das war nicht mehr so schlecht. Den Trick kenne ich auch von Maria. Ja. Weil das mit dem Reiten ist auch so ein Ding, das ist... da muss man erstmal ein Gefühl für kriegen. Danke, aber Maria. Bock, ne? Und vor allem die Viecher können... sind Lava-immun. Ah, weißt, ich habe mich letztens noch gefragt, mit welchem Viech kann man durch Lava latschen, ne? Ja, genau. Das ist mit dem, ja, krass. Genau, krass. Du hast auch so oft das Problem in den Ashlands. Ja, ne? ja. Immer diese Lava. Weißt du doch, wir haben doch letztens noch eine Stunde oder so drüber geredet, ne? Mhm. Krass. Krass einfach. Eine Stunde? Da ist ein Troll gestorben. Ey. Da liegt ganz viel Gold und Trollleder. Tja, Pech gehabt. Krass. Können wir nicht aufhören. Ja, wie reitet ihr denn da so gerne? Schreibt's doch einfach unten in die Kommentare. Liken und Followen nicht vergessen. Und für jeden Kommentar spendet Raul ganz viel Geld an die Zuschauer. So viel. Immer dieses so für jeden das und das. Yeah. Oder diese Gewinnspiele. Ja. Alles, was du machen musst, ist den Kanal abonnieren, liken und das Video teilen. Alle zwielichtigen Personen, die ihr kennt, einfach mal folgen. Ja. Dafür kriege ich eine Menge Geld. Ich meine, dafür kriegst du Geld. Ich weiß nicht. Das finde ich jetzt irgendwie weniger. Jetzt wird mir schlechter auf. Wie kann ich das wieder zurücknehmen? Umschalttaste links E. Shift E. Oh Gott. Umschalttaste. Shift. E. Gut. So bringt man jemandem was bei, Raul. So, und ja, kein Plan. Also. Wir können uns ja mal hinsetzen. Wie macht man hinsetzen? X. Ah. Guck mal, wir kreieren jetzt ein Thumbnail. Der guckt so in die Ferne, so zum Aschken. Aber ich mache bei Askwind, also bei meinen Thumbnails, mache ich immer sowieso Texte weg. Weil ich skaliere die Farbe hoch und dann sieht das scheiße aus und das Fadenkreuz mache ich auch immer weg. Ach so. Und sowas zum Beispiel im Hintergrund würde ich auch... Da, zum Beispiel wäre das jetzt für ein Thumbnail viel zu dunkel. Merkst du? Also da würde ich mir dann ein helleres suchen, weil die Sonne geht doch gleich süß. Wieder unter. Guck mal, wie er da auch so nach hinten guckt. Ja. Hä, was? Okay. Okay, warte, schau ich mir das mal auf. Okay, alles klar. Was ist denn? Achso, ja, da ist Sterne. Alles klar. Na ja, doch nicht. Was ist das? Wie diese Katzen immer. Was soll ich? Wenn sie aufs Fenster gucken. Was geht da ab? Ja. Und was ist da hinten los? Aber, oder wie meine Lieblingsszene von einem Gronkh Let's Play, wo er Spider-Man gespielt hat, weißt du noch? Also, Peter, was ist das? Ja! Das war das Beste ever. Stimmt. Wir vertonen das jetzt alles.
Komm, wir unterhalten uns mit jemandem. Du könntest etwas zu essen vertragen? Ja, könnte ich auch. Wir unterhalten uns mit jemandem? Mit wem willst du dich unterhalten? Da, mit dem da. Na, was geht? Was geht denn bei dir? Ja, dann viel Spaß. Oh Gott, es wird schlecht. Alles okay bei dir, Buddy? Jo, alles klar. Tschüss. Jo, okay. Gut. Und bei dir? Oh Gott, ich trinke nicht wieder so viel. Oh Gott, ist das... Es kommt alles auf einmal. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich hasse mein Leben. Nein, nein, du musst stark bleiben. Ey, auf jeden Fall habe ich gesagt, du musst stark bleiben. So. Oh Gott, vielleicht hier. Oh, es kommt schon wieder raus. Und was sagen so die Wölfe? Ich glaube, jetzt holen wir uns mal einen Wolf. Da ist noch einer. Also der da, da ist er genau. Gut, dass wir den einzigen Wolf gefunden haben, ja, der nicht unter Schnuffi. Grausamkeiten lebt. Außer Schnuffi und Flauschi natürlich. Das stimmt, das stimmt. Dem geht's super. Und wie geht's jetzt? Oh, scheiße, dieser Flöhe. Ich werde nie wieder in diesen Club gehen. Ich hasse dich. Der auch noch mal. Ich geh mal lieber weg hier. Okay, du bist der Wolf, ich bin der Typ. Ich bin Valheim-Typ. Ich bitte einfach in Ruhe. Wieso? Lass uns vorhin bleiben, ey. Da hinten los. Ich bin doch hier neben dir. Ja, bitte. Ja. Guck mal, wie viel du mir eigentlich am Arsch vorbeigehst. Ey, hat das Gefühl, jetzt meine Gefühle. Schön. Und dieser Gefühlstod, das einfach hängen. Schön. Also der vermeidet es auch echt, uns anzugucken, ne? Ja. Also ich finde, du musst den jetzt umbringen, das ist schon respektlos. Dreist. Ja. Kannst du auch auf E drücken, dann läuft er dir hinterher. Ey. Haben wir Liebe gemacht? das ist mir jetzt unangenehm. Magst du bitte... Das ist schon zweites Mal Nacht geworden. Stimmt. Das ist Nachtmusik. Stimmt. Ey, du kriegst Konkurrenz, ne? Soll ich dir sagen, ne? Ja, sie wird eifersüchtig. Bitte, gib mir noch eine Chance. Ich weiß nicht. Ich hab's vermasselt letztes Mal, aber weißt du, ich hab Gefühle und ich hab Traumata. Weißt du? Meine Traumata. Bitte. Das halte ich nicht aus. Du hast ihm aber schon die Gefühle verletzt, ne? Ist mir scheißegal. Was? Ja und? So naja. Ein scheiß Askwin. The fuck? Du bist auch nur ein Aschken-Wolf. Aschken? Gut. Ich glaube, ich nerve jetzt die Leute. Okay. Hier ist so super. Das sieht aber schön aus. Entschuldigung. Du meinst mit diesem Nachtlicht? Du kannst ja mal auf den Balkon gehen und dir dann mal die Aussicht angucken. Ja, das machen wir. Ja, wo ist das? Durchs Portal. Wo ist das? Unter der Base. Meine Frage bezog sich darauf, wo ist die Base? Achso, da. Da, okay. Ja. Instinktiv richtig gegangen. Okay. Komm. Na komm. Kannst mal Ausdauer gut essen. Und springen bringt immer noch nichts. Aber es ist lustig. Shift drücken bringt, was du schneller gehen willst. Oh, ich bin so, und dann nach oben? Springen? Genau. Ich einfach nur abfacken wollen. Ja. I'm sorry, Raoul. I'm sorry. Okay. Das ist Flauschi. Flauschi und Plüschi. Wo ist das? Zirki? Mutti? Das ist warum steht da eine 2, Raoul? Was ist denn da passiert? Ja, das heißt genau. Nein. Das Schmatzi. Alter, was wie unruhig der immer ist im Vergleich zu den anderen. Die geht das immer so ganz entspannt lang und der ist immer so übelst am Rumpampeln. Und das ist der Balkon. Oh, mit den Lavalampen, ich finde die so süß, ne? Ja, ich finde es eigentlich auch ganz schick. Geh mal dahin und guck mal rum. Das ja, aber erstmal möchte ich was zu den Lavalampen sagen. Es ist super schwer, Glühbirnen für Lavalampen zu finden. Hm, das stimmt. Na, ist alles nur noch LED. Wir war alles besser. Früher waren Lampen noch Heizungen. Da hat man noch vernünftig viel für seinen Strom und seine Lichter bezahlt. Da hat man wenigstens ordentlich sinnlos Energie verschwendet durch Wärme. Habe ich mal gesehen, das war in das Universum in Bremen, kennst du das? Dieses so ein Museum. Ja. Und da haben sie gezeigt, also die verschiedenen
Glühbirnen und du hattest einfach nur eine Kurbel. Oh, das glaube ich. Ja, und du siehst, ja. Und du siehst, wie viel deine Kurbel an Strom macht. Und dann machst du es bei der Glühbirne und die leuchtet so schwach. Und du machst nur ein ganz bisschen, gefühlt ein Hundertstel. Und es ist so... Bei einer LED, ja, ne? Die LED so übelst am Leuchten. Da merkst du, wie viel Energie da eigentlich verloren gegangen ist bei diesen ganzen Glühbirnen. Das stimmt. Bei so einer alten Glühbirne, wo du so gefühlt... Das ist ja übelst ein Abstrampeln. Ja, vor allem die heutigen Glühbirnen werden ja immer noch verkauft als Heizstrahler. Ja, ja. Dreist. Das ist dreist. Einfach Heizstrahler verkaufen. Aber sieht geil aus, ne? Die sehen echt süß aus. Ich habe mich verknallt in die. Sie könnte aber auch so Zellen oder sowas das sein. Ich finde, sieht ein bisschen spacey aus. Das stimmt allerdings auch. Was ist denn das? Das ist aus dem Ashland Update. Also die heißen tatsächlich auch Lavalampen. Echt? Ach so, okay. Also, warte mal. Ja, Lava-Laterne. Ich gehe mit meiner Lava-Laterne, meine Lava-Laterne mit mir. Da ist übrigens Janes Bude. Und ach da so, können wir die besuchen? Und so, ja, ganz oben. Wie denn? Ganz oben. Ach, okay. Das ist eine super Anleitung, einfach nur zu sagen ganz oben. So, ja. Also, du musst nach ganz oben. Okay, gut. Ich dachte, du willst dich einfach nur darüber lustig machen, dass die ganz oben sind und wir da nicht rankommen. Nee, da sind die Portale dahin, da hinten. Links. Das ist ja übelst traurig, meine Fresse. So, hier ist nichts und die hängen. Ja, ich habe so lange überlegt, was ich da mache und mir ist nie was eingefallen. Schnuffi steht da immer noch seit 800 Folgen. Ist Schnuffi nur hier oben. Der Arme. Da baut den doch so ein Bett. Ja, der hat ja ein Bett unten. Aber hier nicht, wenn er hier die ganze Zeit chillt. Nö. Dreist. Ja, da sind die. Raimundo und Janos. Ja. Janos. Wo gehen wir zuerst rein? Das ist mir so scheißegal. Du willst doch noch rein. Kann mich nicht entscheiden. Warum willst du da eigentlich auch nachts rein? Aber gut, mach. Okay, dann gehen wir erstmal. Ja, das ist Raymond's Base. Also damals, ne? Die haben das nur in einer Folge gebaut. Ja, ja. Und, okay, krass. Ja. Dann habe ich denen einfach Ressourcen hingeworfen. Die konnten das dann einfach. Das ist auch alles ercheatete Ressourcen, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie gefarmt und so. Das geht ja nur ums Aussehen. So wie es immer ist. Diese oberflächliche Welt. Ja, die Workbenches zum Beispiel hätte ich auch abreißen können. Ach, wieso? Sieht doch ganz cool aus. Wegen Performance. Achso. Ne. Okay, das ist aber nicht so sehr Feng Shui-mäßig. Ich will auch eine Base bauen. Du willst auch eine Base bauen? Ja. Also, willst du eine Sonderfolge haben, wo du eine Base baust? Okay. Ja? Ja, weil dann muss ich gucken, wie ich das schneide. Also es sind noch 10 Folgen frei. Mach so, wie du möchtest. Ja, gerne. Gerne kannst du noch eine Base bauen. Aber ich dachte mir, das ist vielleicht nicht so in deinem Interesse, weil du ja auch gar nicht in diesem so into the game bist. Deswegen dachte ich mir, vielleicht interessiert dich das gar nicht. Das aber wenn dich das interessiert, dann gern. Achso, ich dachte, ich verbrenne. Ja, können wir mal gucken. Nee, ist aus. Also diese Glut-Animation ist immer da, sozusagen. Wir können von hier runterspringen, ne? Ja. Aber warum solltest du? Weil zu weit. Dann bist du mitten im Nirgendwo. Naja, ist auch zu weit, ne? Ja, weiß nicht, weil es lustig ist. Ja, und da kannst du theoretisch in das Portal daneben, ne? Das Viech ist durchs Portal gegangen. Nee, achso, die werden aber nicht teleportiert. Nee, ich verstehe. Portieren. Egal, was man macht, hast du schon mal alles Mögliche daran probiert? Guck mal, der sieht ein bisschen heilig aus. Ja, egal, was man macht. Und natürlich, egal, was man macht. Janus, was ist aus dir geworden? So ein Wolf. What the fuck? Ja, und das ist Janus Butz. Man kommt direkt rein.
Ja, und da wurde auch schon sehr viel ausgeschlachtet. Also es gab da auch ein bisschen mehr Interieur. Und er hat das Ganze ein bisschen organischer gebaut, wie du siehst. Ups. Oh Gott, das ist so eine richtige Albtraumtreppe. Wendeltreppe? Ja, weil wenn du die jetzt hochgehst, wird dir richtig schlecht. Du kannst es ja nur mit Pfeiltasten machen. Und das machst du es doch mit Drehen, okay. Oh Gott, zum Glück. Puh. Ja, also das sind auf jeden Fall Stolperfallen. So wird das mit der Bauabnahme nichts. Ne? Wollte ich mal sagen. Abnahme. Die Platte unten ist hier lose. Da würde ich ganz vorsichtig sein. Auf keinen Fall belasten. Ne? Fenster, ja. Schimmel. Das ist sehr anfällig für Schimmel. Ich sehe es schon hier. Genau da. Wow. Auf jeden Fall hat eine gute Zeit rein investiert, ne? Naja, ja, das war übrigens so überfordert, als er das gebaut hat. Oh, aber da geht's noch lang. Das hab ich, da habe ich dann auch gesagt, soll ich dir helfen? Und dann, ja, bitte. Und dann habe ich das für ihn gebaut. Jetzt warst du gerade schon safe. So, weil da kommst du nämlich auch runter dann. Okay. Achso, hier ist auch noch was. Ja, genau. Das ist diese Plattform unten drunter, unter der Insel. Achso, okay. Ich verstehe. Und was hat er da dran gesteckt? Einfach Ressourcen. Achso. Schwarzmetalltruhen. Natürlich. Und das sieht aus wie die Fado-Ikea-Lampe. Ja, eindeutig. Ja, die haben wir auch. Da ist doch dieses Korbding drauf, ne? Ach so. Wo die Blume drum geschlängelt ist. Ach so, ich verstehe. Aber einmal will ich hier runterspringen, okay? Ja, doch. Und dann können wir auch aufhören. Ja, da ist auch die Base. Du kannst ja da hinflyen. Hui. Weil mit Schiff bist du auch schneller. Jetzt aber weiter. Echt? Ja. warum denn? Das macht gar keinen Sinn. Das tut weh. Und du bist im Eichenhain. Krass. Echt? Das hast du doch voll schön gebaut, ne? Ja. Das ist doch echt schön. Machst du da Christmas-Beleuchtung rein? An Weihnachten? Nein. Weil wir sind doch bald vorbei. Okay, willst du zurück? Wollen wir uns noch verabschieden? Ja, das machen wir. Hat schon lange genug gedauert, wa? Ja. So lange, wie es eben dauert, ne? Das sind 15 Minuten. Genau, dann ich verabschiede mich immer auf dem Bett. Also theoretisch liegt jetzt unten noch Zeug, das sortiere ich eigentlich als letzten Step immer ein. Und dann mache ich danach die Abmod, aber dann machen wir es einfach. Also weiter nach oben, zum Schlafzimmer. Ist das die Sonnenuhr? Ja. Die funktioniert allerdings nicht so früh morgens. Also die wir haben es. Die Sonne ist gerade da, dass der Schatten nach da geht. Und die funktioniert erst ab 9 Uhr. Und ich glaube, wir haben es gerade 7, 8 Uhr. Also. Ich verstehe. Aber es ist ja auch vor allem wichtig, wenn die Sonne gerade untergegangen ist oder wenn es spät wird. Es ist ja viel wichtiger, wie spät es ist, als wenn es morgens ist. Das stimmt. Das sieht ja crazy aus. Ja, aber ich glaube, das frisst übelst Ressourcen. Das ist jede Rüstung im Spiel, die es gibt. Und jede Waffe, jede Rüstung und jedes Werkzeug im Spiel, das es gibt. Krass. Ja, da habe ich mich nicht lumpen lassen. Nee, das darfst du auch nicht. Bitte nicht zuhauen. Nee, aber ich will essen. Ach so, nee, das ist nur zum Aufregen. Das macht aber echt Hunger. Ja, voll geil, ne? Lecker. Und das, was ich meinte mit dem Holzschild als Teller. Ja. Und so ein Fleischstück da oben drauf. Achso, ich verstehe. Das Fleischstück sieht schon hardcore vergammelt aus, muss ich ja sagen. Ja, aber das war das Einzige, was so richtig geil so einen Knochen hatte und so. Und ja, finde ich aber verstehe. Auch. Ich verstehe. Und das da sieht aus wie ein Burrito. Was denn? Warte, ich. Also, ich kann mit dem Finger drauf zeigen, aber dann wissen die Leute nicht. Achso, genau, das, ja, der Fischhappen. Finde ich auch wie so ein Wrap. Ja, genau. So richtig leckerer Wrap. Ja. Und da so wie so eine Pastete. Da hinten so Fleisch mit so Kartoffeln. Oh! Lecker, ey. Voll geil. Sieht doch lecker aus, oder? Wie findet ihr es? Schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. Was ist euer Lieblingsgericht? Schon. Ja.
Was ist denn euer Lieblingsgericht hier? Oh, wir können an dem Dings, ne? Ja. Einfach hin und dann musst du ein bisschen nach unten gucken. Und dann schämen. Ja, das zieht sich aber nicht aus. Ja, dann musst du schon manuell machen, aber. Ach so, ich dachte schon. Warte, ich will coole Thumbnails. Coole Thumbnails, das passt doch überhaupt nicht zur Folge. Ich werde sowieso als Thumbnail irgendwas von der Wanderung nehmen, glaube ich. Achso. Der guckt so nachdenklich. Okay. Oh, oh, wow, wow, wow. So, also Feuerwerk. Hui! Oder als ob er so am Träumen ist. Ja. Träumen. Flashback sieht ja, so ja, aus. Ja, ja, als ob so das gerade eigentlich so im Kopf Flashback, ja. Voll, was sind das für Krieg gewesen mit so Blasen, die platzen, ne? Das sind all seine unerfüllten Träume. Ja, willst du nochmal aufs Bett gehen oder auf den Geldhaufen? Ja. Stelle ich mich immer? Nee, nicht E drücken. Okay. Auf den Geldhaufen? Jetzt E drücken? Warte. Ich gehe mal auf den Geldhaufen, drücke hier rechts, klick, dass ich da so hingucke. Und jetzt X. Und dann. Kannst du X klicken? So, sieht cool aus. Und so. X. Ja, also normalerweise stehe ich dann einfach, aber du kannst natürlich X drücken. Ja, sehr geil. Ja, und war jetzt dann tatsächlich auch sehr spontan einfach mit dir jetzt einfach mal doch dazu. Hat es noch länger gedauert als geplant. Eigentlich dachte ich, wir machen nur die Wanderung. Jetzt sind wir doch ein bisschen nochmal rumgegangen. Aber das war mir auf jeden Fall auch nochmal ein Anliegen. Vor Folge 1000, dass du auch nochmal mit drin bist. Mhm. Und vielen Dank. Und auch natürlich auch vielen Dank fürs 1000 Folgen lang mein seelischer Beistand sein. Du bist ja nie mein seelischer Beistand. Ja, nie. Nee. Das ist komplett einseitig. Ja, nee, ich bedanke mich auch auf jeden Fall. War ganz spannend. Das war ja, wie gesagt, für mich das erste Mal. Und es macht schon Spaß. Ja, ich verstehe schon, dass da Leute viel Zeit reinstecken. Ja, das auf jeden Fall. Das vor allem am Anfang war es ja noch deutlich kleiner, da waren die Leute schon süchtig. Ja, und jetzt ist es so gefüllt mit Stuff und so, das ist voll geil, das Game. Das stimmt. Jetzt bietet es halt auch voll viel, ne? Warum zur Hölle haben wir überhaupt so viel Leben verloren? Du hast immer 25 Leben Basis. Ah, wir haben und das erhöht sich, wenn du isst. Genau, wenn du jetzt isst, dann ist der Balken hier länger und der Ausdauerbalken auch. Ich verstehe. Und deswegen haben wir jetzt auch gerade keinen Mana mehr. Ich verstehe. Ja. Ja, vielen Dank, auf jeden Fall. Ja, und an die Zuschauer, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Mhm. Lasst gerne ein Abo da und ein Like und einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Das wäre super nett. Ja. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.